Hallo liebe Schüler, wir möchten natürlich auch in diesen Zeiten, dass ihr fit und gesund bleibt und deswegen haben wir uns ein paar Übungen überlegt für zu Hause. Genau, die Übungen könnt ihr alle alleine mit euren Geschwistern, mit euren Eltern zu Hause machen. Ihr braucht dazu lediglich einen Sessel, einen Tisch und irgendein altes Tuch und dann kann das Ganze schon losgehen. Das heißt, ihr braucht eigentlich kein Material und der Akme und ich sagen euch die Übungen, hole jetzt noch drei vor und ihr könnt es dann daheim mitmachen. Ja, unsere erste Übung, mit der wir gleich starten, ist der sogenannte Step-Up. Das heißt, der ist vorwiegend für vordere und hintere Beinmuskulatur zuständig. Gleich allgemein nochmal gesagt, wie oft solltet ihr jede Übung machen? Jede Übung absolviert ihr zwischen 10 und 20 Mal, also 10 bis 20 Wiederholungen. Dann macht ihr erst Pause und geht zur nächsten Übung. Ja, je nachdem, wie gut ihr drauf seid, wie leicht ihr euch da zieht, jeder hat ein anderes Leistungsniveau, da startet ihr. Ja, also von 10 bis 20 Wiederholungen. Step-Up geht ganz einfach, ihr braucht nur einen Sessel, der einigermaßen aber stabil stehen sollte. Das heißt, ich starte mit dem rechten Fuß, gehe rauf, versuche kurz das Gleichgewicht zu halten und gehe wieder runter. Ja. Und das Ganze kann ich mit den Armen kann ich mitnehmen. Ja. Dann mache ich 10 Mal. Ja, immer versuchen zu stabilisieren. Und jawohl, machen wir noch zwei. Zack. Das Ganze könnt ihr natürlich abwechselnd machen oder zuerst den rechten Fuß, dann den linken Fuß. Gut, die nächste Übung, die Liegestütz. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir beginnen zuerst mit einem Sessel. Ihr greift euch den Sessel und dann macht ihr einfach 1, 2, 3, 4, 5 oder auch noch mehr Liegestütz. Wie der Herr Backert jetzt gesagt hat, zwischen 10 und 20 Liegestütz. Gut, dann wird es ein bisschen schwieriger. Den Sessel dann mal weg. Ihr legt euch auf den Boden und könnt ruhig die Füße hinuntergeben, also die Knie hinuntergeben. Die Ellbogen drückt zum Körper dazu. Und 1, 2, 3, 4, 5 und wer es schon schafft, gibt die Beine in die Höhe und macht wiederum so viel Liegestütz wie ihr schafft. Wenn das noch zu einfach ist, dann haben wir noch eine Variation. Wir nehmen wieder den Sessel, drehen uns um, nehmen die Beine auf den Sessel und machen die Liegestütz jetzt Richtung Boden. Ja, nächste Übung, Crunches, vorwiegend für die obere Bauchmuskulatur. Ich mache es jetzt hier am normalen Boden, vielleicht legt ihr euch zu Hause zum Teppich oder vielleicht irgendeine Yogamatte von der Mama oder vom Papa. Wichtig ist, ihr legt euch mal den Rücken, die Knie fallen einfach nach außen, dann überkreuzt ihr die Hände über der Brust oder ihr könnt es einfach da so herlegen und dann setzt euch auf, aber nur, dass die Schultern weggehoben werden. Dann geht es wieder retour. Und wieder. Das heißt, das ist nur so, ihr könnt die Hände nach vorne geben, zack, ihr setzt euch nicht ganz auf. Da zwischen dem unteren Rücken, den Lendenwirbeln, darf kein Platz sein. Das heißt, da ist immer angespannt. Ihr darf es dann nicht ins Hohlkreuz gehen. Ja? Das heißt, da darf ich nicht drunter kommen. Ja? Und hoch geht schon. Wieder 10 bis 20 Mal. Und dann geht's zum nächsten. Gut, für die nächste Übung braucht ihr einen Sessel. Die Übung ist aufgeteilt in zwei, nämlich zuerst die Glute Bridge und der Hip Thruster. Ja, was heißt denn das jetzt, Glute Bridge? Ihr habt einen Muskel, das ist der Gluteus, das ist der Gesäßmuskel und ihr macht dann am Boden liegend eine Brücke. Klingt schwierig, ist nicht so sonderlich schwierig, das schaut so aus. Also Glute Bridge, ihr legt euch auf den Boden, ihr presst die Hände zu Boden, Füße drückt auch gegen den Boden und dann hebt ihr das Gesäß in die Höhe und dann macht ihr wieder 10 bis 20 Wiederholungen. 1, 2, 3, 4, 5. Und wer es noch schwieriger haben möchte, nimmt ihr jetzt den Sessel. Ihr lasst die Füße auf den Sessel drauf, macht mit den Knien einen rechten Winkel.
die Hände fest zu Boden pressen und maximal hinauf. 1, 2, 3, 4. So, nächste Übung. Hängende Klimmzüge gleich vorweg. Von manchen von euch, von den Jungs, weiß ich, dass normale Klimmzüge schaffen. Das kennt ihr natürlich auch irgendwo draußen, bei irgendwelchen Bäumen oder an ziemlichen Stangen, finde ich es genauso machen. Wenn ihr Klimmzüge ähnliche Übungen machen wollt oder vielleicht noch keinen ganzen Klimmzug schafft, ist das einmal eine ähnliche Übung, mit der ihr dann auf richtige Klimmzüge hintrainieren könnt. Ihr braucht dazu einen stabilen Tisch. Leider sind die Schultische nicht so stabil, weswegen der Hagmeier da jetzt ein bisschen gegenhaltet, dass er nicht umgibt. Das heißt, bitte zu Hause schauen, dass der Tisch ja stabil ist. Ja. Aber bei einem großen Esstisch oder so dürfte das kein Problem sein. Das Ganze funktioniert so: ihr geht unter den Tisch rein, versucht die Arme gestreckt und dann Hintern und Bauch anspannen und dann zieht sie euch nach oben. Wieder ganz durchstrecken und wieder nach oben. Ja. So gut es geht, immer bis ganz aufzieht. Wenn es ein bisschen zu schwer ist, streckt ihr einfach die Beine auf, dann geht es ein bisschen leichter. Ja. Und wieder. 10 bis 20 Wiederholungen. Gut, für die nächste Übung braucht ihr ein Tuch, ein Handtuch oder ein Geschirrtuch aus der Küche. Ja, aber das braucht ihr erst für die schwierige Variante. Legen wir zuerst einmal zur Seite. Der Bergsteiger oder auch Mountain Climber. Die Durchführung geht so. Ihr gebt die Hände auf den Boden wie in der Liegestützposition. Und dann streckt ihr die Knie an. Immer abwechselnd linker und rechter Fuß. Wieder 10 bis 20 Mal. Wer es schwieriger haben möchte, nimmt sich das Geschirrtuch, stellt sich mit den Zehenspitzen darauf und dann zieht ihr die Füße zu euren Armen. 3, 4, 5. Und wenn das noch immer zu leicht ist, kann auch Liegestütz und Bergsteiger kombinieren. Ihr macht einmal einen Liegestütz am Bergsteiger. Liegestütz, Bergsteiger. Liegestütz, Bergsteiger und so weiter, wieder 10 bis 20 Mal. Die nächste Übung, die Sprungkniebeuge oder im Englischen der Jump Squat, ist eine sehr intensive Übung. Das heißt, schaut wirklich, wenn ihr das ausführt, dass immer mit maximaler Kraft arbeitet, ja, mit maximaler Geschwindigkeit, und sobald ihr aber merkt, das lässt nach, könnt ihr das Ganze beenden. Ja. Ihr startet vom Sessel aus, steht auf und springt so hoch wie möglich. Dann setzt ihr wieder nieder und das Ganze wieder, zack, und wieder nieder. Ja. Niedersetzen und spannen. Hände könnt ihr mitnehmen, aktiv, so hoch es geht. Genau, da könnt ihr euch richtig ausbauen. Wieder eine super Übung für die komplette Beinmuskulatur. Gut, nächste Übung. Die Tipps nach den anstrengenden Beinübungen machen wir jetzt auch was für die Hände, vor allem für den Oberarm, die Trizepsmuskulatur. Gibt wieder mehrere Variationen. Als erstes geht es hier ein bisschen nach vorne und kratzt euch den Rücken am Sessel. Also ganz nahe am Sessel hinunter. Wieder 1, 2, 3, 4, 5. Wer schwieriger haben möchte, gibt die Beine ganz weit zurück. Machst du nochmal. Und wer es ganz extrem machen möchte, legt die Beine auf den zweiten Sessel und macht dann wieder die gleiche Übung. So oft ihr es schafft. Also 20 Mal wird schwierig, aber vielleicht schafft es ja niemand. Die letzte Übung, die wir euch heute in diesem Video zeigen, ist der sogenannte Russian Twist. Das heißt, eine Übung vorwiegend auch für die seitlichen Bauchmuskeln, dass wir die auch dabei haben. Ihr startet, jetzt sagst du vorher mal so, ja, in dieser Position, circa ihr spannt den Bauch, geht auf Spannung, Beine können unten bleiben, gleich vorweg, wer es schwerer haben will, hebt die Beine einfach an. Ihr schnappt euch dann irgendeinen Gegenstand, das kann sein eine Mineralflasche oder wie es in meinem Fall ist, ein Rucksack, den könnt ihr dann mit Büchern befüllen, je nachdem, wie schwer ihr die Übung machen wollt. Jetzt gebe ich mehr rein, wird die Übung schwerer, logischerweise ist er leer, ist ein bisschen leichter. Und dann macht ihr nichts anderes, wie den Rucksack heben und von der rechten zur linken Seite und umgekehrt geben. Genau. Schön kontrolliert bleiben. Wie gesagt, wenn ich schwerer habe, gebe ich die Füße an und versuche, möglichst stabil zu bleiben. Genau. Hier wieder
10 bis 20 Mal. Schaut halt, dass gleich viel auf jeder Seite macht. Do it. Gut, danke schön fürs Mitmachen. Ein paar Alltagsübungen gebe ich noch. Wenn Sie in der Früh und am Abend Zähne putzt, dann stützt euch bitte auf ein Bein. Schaut, dass einigermaßen stabil bleibt, dann putzt euch die Zähne. Eine weitere Übung ist nur, wenn Sie jetzt lange am Sessel sitzt, geht es ab und zu mal in die Höhe, rutscht so mal dumm, schaut, dass immer irgendwie in Bewegung bleibt. Das war einfach unser Wunsch, dass nachher, wenn die Schule wieder für alle geöffnet hat, dass wir wieder fit sind und in den Turnunterricht starten können. Genau. Und wir haben uns, wir Sportlehrer haben euch dazu, das wird jetzt noch hochgeladen auf die Homepage, ein sogenanntes Trainings- oder Bewegungstagebuch erstellt. Das Ganze funktioniert natürlich freiwillig, aber es wäre echt super, wenn möglichst viele mitmachen. Sinn oder Idee wäre, dass ihr all eure Bewegungen, sprich eben so Gleichgewichtsübungen, Krafttraining, wenn es eine Runde spazieren geht, mit einer Radrunde fahrt, ganz egal, könnt ihr alles dokumentieren und Sportlehrer dann natürlich zeigen, wann wieder die normale Schule losgeht. Genau, und zusätzlich nun die ganzen Infos zu den Videos, was wir zu den Videos, was wir jetzt draufgeladen haben, geben wir euch auch noch Beschreibungen, falls ihr noch Fragen habt, wird alles online gestellt, also schaut bitte auch regelmäßig da auf die Homepage bezüglich neuer Informationen. Und, ja. Und bitte passt auf, wann eine Quarantäne ist, also wann ihr drinnen bleiben müsst, macht sie es auch. Genau. Also nicht wirklich viel draußen sein, einfach nur mitdenken. Wann sie eben rausgehen, wirklich Erlaubnis der Eltern und einfach auf die Maßnahmen schauen, dass wirklich 2 Meter Abstand einhaltet zu anderen Personen. Aber trotzdem immer nur betonen, schaut wirklich, dass Bewegung macht und einfach fit bleibt. Das ist ganz wichtig. Gut, dann bleibt.